Ich freue mich, dass das Team des Blauen Sofas heute hier im LVF-Reichsmuseum in Kommern zu Gast ist. Wir sind hier in der Baugruppe Eifel und wir stehen hier vor dem Haus aus Elsig-Wallenthal. Es wird gleich um das Haus und auch im Haus Wallenthal gedreht und ich freue mich schon auf das Ergebnis. Herzlich willkommen zu unserer Meditation der Evangelischen Kirche Roggendorf. Heute soll es um das Thema Nacht, eine gute Nacht gehen. Dazu sind wir ins Freilichtmuseum des Landschaftsverbands Rheinland in Mechernich-Kommern gefahren und warten jetzt auf die Nacht. Das letzte Mal haben wir uns über das Thema Abend, den guten Abend, unterhalten und heute soll es also um das Thema die Nacht, die gute Nacht gehen. Was löst der Gedanke an eine gute Nacht bei dir, bei euch aus? Ich begrüße ganz herzlich Pfarrer Dr. Michael Stöhr. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle herzlich aus dem nächtlich werdenden Freilichtmuseum hier in Kommern zu dem Thema Nacht. In dem Lied, das wir eben gehört haben von Benny King, klangen schon zwei wichtige Motive an, die mit der Nacht zu tun haben. Das eine ist, die Nacht löst die Dunkelheit bei Menschen Ängste aus. Und da heißt es, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Ich werde keine Angst haben, wenn es dunkel ist und nur der Mond alleine Licht gibt. In dem Lied wird also das Dunkle, das Bedrücktsein und das Angsthaben von Menschen aufgenommen. Und der zweite Gedanke, der gibt dem Lied den Titel, Stand by me. Stehe bei mir, sei bei mir. Ein Mensch, der nicht allein ist, braucht nicht mehr so viel Angst zu haben. Ein Mensch, der spürt, ich kann meine Sorgen teilen, ich brauche keine Angst zu haben, der fühlt sich auch in der Dunkelheit und in der Nacht sicherer. Übrigens geht dieses Lied von Benny King zurück auf ein Spiritual. Und Spirituals nehmen in der Regel biblische Texte auf. Und in diesem Lied kommt ja vor, dass die Berge einfallen, dass etwas auf mich herunterfällt. Und das geht zurück auf den 46. Psalm. Da heißt es, wir fürchten uns nicht, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. When the night has come and the land is dark. Die Beziehung zu den Allernächsten und zu Gott wird hier in eins gedacht. Also Gott ist in den Nächsten, in der Beziehung zu den anderen und mit den anderen vorhanden. Und das gibt den Menschen ein Grundvertrauen und auch Sicherheit in Dunkelheit und Nacht. Wir haben uns dieses Mal wieder unter Freunden und Bekannten umgehört und sie dieses Mal gefragt, was fällt euch zum Thema Nacht oder zur guten Nacht allgemein ein? Und das schauen und hören wir uns jetzt gemeinsam an. Eine gute Nacht ist für mich, wenn ich abends einschlafe und weiß, dass mein Wecker morgens nicht klingelt, ich also in Ruhe ausschlafen kann. Für mich ist eine gute Nacht, wenn ich weiß, dass es meinen Lieblingsmenschen gut geht und ich mit einem Lächeln im Gesicht einschlafen kann. Wenn ich viel Stress habe, dann wache ich oft nachts ziemlich viel auf und mache mir dann Gedanken über Sachen, die mich halt irgendwie beschäftigen. Das ist dann eigentlich weniger eine gute Nacht.
Nachdem wir jetzt sehen und hören konnten, was für andere für eine gute Nacht wichtig ist, würde mich, Michael, jetzt interessieren, was löst der Gedanke an eine gute Nacht oder was ist für eine gute Nacht für dich wichtig? Also für mich ist es wichtig, dass ich nachts gut durchschlafen kann und einen tiefen Schlaf habe, am besten 6 oder sogar 7 Stunden, dass ich dann gut erholt bin und frisch in den nächsten Tag komme. Und das andere ist, dass ich nicht zu wüste Träume bekomme, die mich dann aufschrecken lassen und ich nicht mehr einschlafen kann. Am liebsten hoffe ich auf süße Träume, auf warme Träume und das Gefühl habe, ich bin unter dem Sternenhimmel gut aufgehoben und zu Hause. Übrigens hat sich auch Martin Luther Gedanken gemacht und ein Lied geschrieben. Was stützt Menschen in Ängsten? Was hält sie, damit sie nicht den Eindruck haben müssen, die Welt stürzt über mir zusammen und ich gehe unter. Das Lied heißt, ein feste Burg ist unser Gott. In der dritten Strophe bei Martin Luther heißt es, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Schon die Melodie, die wir gehört haben, strahlt für mich etwas Beruhigendes aus und gibt auch Sicherheit. Sowohl nach innen, für das Herz, fürs Gemüt, aber sicherlich auch nach außen. In früheren Zeiten stand die Dunkelheit für das Bedrohliche im Leben, für die Gefahren, ja sogar für das Tödliche. Und Luther fasst das zusammen wie die alten Zeiten im Begriff des Teufels. All das stand für das Bedrohliche in unserem Leben. Auf der anderen Seite der Tag und die Helligkeit, sie stehen eher für das Lichte, für das Klare und für das Sichere. Auch heute wird es übrigens vielen Menschen, und ich denke dabei an kleinere Kinder oder auch an alte Menschen, in der Dunkelheit Angst und Bange. Sie haben Angst, alleine zu sein. Sie haben Angst zu stolpern und fühlen sich unsicher. Die Nacht hat also zwei Gesichter. Einmal etwas Bedrohliches, Beängstigendes, weil man nicht sehen kann. Und auf der anderen Seite auch etwas Kuscheliges, etwas Warmes, wo man vielleicht Nähe, Leidenschaft spürt, wo man sich geborgen fühlt. Ja, emotional betrachtet fallen mit der Nacht einmal die äußeren Bedrohungen und Ängste und die Gefahren, aber eben auch die inneren Unsicherheiten mit den Ängsten zusammen. Das fällt bei dieser Metapher, es wird ja dann zu einem Bild, die Nacht, gehört das zusammen. Vielen Menschen fällt es übrigens über Tag gar nicht so leicht, einmal die Augen zu schließen und zu meditieren oder zu beten, weil sie Angst vor der Dunkelheit haben. Das macht sie unsicher. Und das Herz erträgt das schlecht. Das führt mich hinüber zu der Frage dessen, was für ein Selbstvertrauen, was für ein Vertrauen ein Mensch zu sich oder auch zu anderen Menschen er hat, um mit der Dunkelheit und auch mit den eigenen Ängsten leben zu können. Und zudem lässt uns die Nacht auch ahnen, wenn man die Augen schließt, alles fällt einmal in ein schwarzes Loch. Alles Licht, alles Leben, alles Helle, alles Bunte, geht einmal zu Ende, auch das Planen in meinem Leben ist begrenzt und endlich. Die Nacht und der Schlaf machen uns deutlich, wir Menschen leben mit gestundeter Zeit, wie es mal eine Dichterin sagte, alles ist endlich. Nicht alle Ziele lassen sich realisieren, wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa hat dieses Ambivalente des Lebens zwischen Hellem und Dunkel, zwischen Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, sehr schön für mich in Worte gefasst, die wir jetzt hören. Die Gefühle, die am meisten schmerzen, die Gefühlswallungen, die am meisten quälen, sind diejenigen, die ganz absurd sind. Verlangen nach unmöglichen Dingen, eben weil sie unmöglich sind. Sehnsucht nach dem, was nie gewesen ist, Wunsch nach dem, was gewesen sein könnte, Kummer darüber, nicht ein anderer zu sein, Unzufriedenheit mit der Existenz der Welt,
Alle diese Halbtöne des seelischen Bewusstseins schaffen in uns eine schmerzerfüllte Landschaft. Einen ewigen Sonnenuntergang. Für unser Leben und für unsere Seele ist eben nicht alles klar und nicht alles verständlich oder ersichtlich, so wie es sich viele Philosophen oder auch Wissenschaftler für unser Leben wünschen. Die Nacht, die es äußerlich dunkel werden lässt, jeder Tag, die Nacht lässt auch ein Licht auf die seelischen und geistigen Schatten unseres Lebens fallen. Ein Mensch braucht also in der Nacht einen Halt, genauso für die Dunkelheiten des Alltags. Woher nimmt man die Hoffnung oder die Fixsterne? Woher kann man diese bekommen, die man für das Leben braucht? Hören wir jetzt ein Lied von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf. Von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah, nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Die Nacht ist vorgedrungen, der helle Morgenstern erscheinet. Wir hörten gerade die Melodie und den Text von einem adventlich-weihnachtlichen Lied von Jochen Klepper. Jochen Klepper hat in seinem Leben selbst die Dunkelheit, aber auch die Hoffnung aus dem Glauben heraus erlebt. Das Vordringen der Nacht, oder wie es Fernando Pessoa formulierte, der ewige Sonnenuntergang, den kontrastiert Klepper mit dem aufgehenden Morgenstern, ein Motiv aus dem letzten Buch der Bibel, das dafür steht, dass das Licht der Hoffnung neu erscheint, eine neue Welt, ein neues Leben, eine neue Schöpfung für uns alle. Offenbarung 21. Klepper setzt diesen Stern des neuen Äon in eins mit dem Stern von Bethlehem, der anzeigt, dass Christus in die Welt gekommen ist. In einer schlichten Krippe, in der Nacht im Dunkeln, kommt das Licht der Welt zu den Menschen. Dies bedeutet Hoffnung in Dunkelheit, Sinn und Freude für die Menschen. Das Licht weiterzutragen, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und auch in der biblischen Weihnachtserzählung im Lukas-Evangelium kommt Licht in die Dunkelheit. Nachdem Jesus im Stall, in dem ärmlichen Stall, nachts in Bethlehem geboren ist, sie fanden keinen Raum in der Herberge, um dort zu übernachten, da erscheint wenig später der Engel Gottes bei den Hirten auf dem Felde und verkündet ihnen die frohe und helle Botschaft. Im Lukas-Evangelium steht, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Licht in der Dunkelheit. Mitten in der Nacht, in der Dunkelheit, erscheint eine helle Gestalt und hat eine positive Nachricht. Michael, wenn man die Nacht mit diesen meditativen Augen ansieht, was kann man dann so ganz praktisch für sich ableiten? Was kann jeder, der uns heute hier zusieht, für sich mitnehmen? Licht im Sinne von Helligkeit oder von positiver Kraft kann zweierlei in meinen Augen bedeuten. Einmal nach außen gewendet, bringt doch dieses Licht, bringt doch diese Hoffnung, wie eine Kerze entzündet eine andere Kerze zu anderen. Teilt das Licht untereinander, übt Nächstenliebe, seid engagiert, helft zum Beispiel notleidenden Menschen
seid ein Hoffnungslicht für sie. Der zweite Aspekt wendet dieses Licht eher in uns hinein. Das nenne ich so das innere Ausleuchten und Hellwerden in mir, dort, wo Ängste mich bedrücken, Sorgen und Kummer. Und das ist in meinen Augen so etwas wie ein Selbstvertrauen gewinnen. Und wenn man das untereinander teilt zwischen den Menschen, dann ist das übrigens auch weiterführend. Vielleicht im Unterschied zu einer reinen Erleuchtung, die mich zwar erhebt, aber nicht weiterführt. Übrigens hat der Apostel Paulus dies im Brief an die Korinther in wunderschönen, fast mystisch wirkende Worte gefasst, indem er schreibt, dass er anknüpft an den Gedanken der Schöpfung der Welt, wo Gott spricht, es solle Licht im Tohu Wabohu, im Düsteren und Dunklen entstehen. Da schreibt er, Gott sprach, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, auf dass durch uns entstünde die Erleuchtung, Erleuchtung zur Erkenntnis Gottes im Glanz und Angesicht von Jesus Christus. Vielen herzlichen Dank. Mit dieser Meditation wünschen wir euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und süße Träume. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Freilichtmuseum Kommern des Landschaftsverbands Rheinland mit Herrn Dr. Mangold. Ich möchte an dieser Stelle auf unsere weiteren Videodrehs vom Blauen Sofa hinweisen und wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin eure Aufmerksamkeit schenkt. Dankeschön, gute Nacht und passt gut auf euch auf.